Guten Morgen. Guten Morgen. Na, wie geht es euch? Na, seid ihr schon munter? Seid ihr in der frohen Erwartung eines neuen Tages? Es hängt alles davon ab, wie ich meinen Geist letztendlich ausrichte. Ich kann aufstehen in der Früh und was für ein schrecklicher Tag und heute wird alles schief gehen und ich mag gar nicht aus dem Bett. Und was mache ich hier? Also ich kann sagen, heute wird ein glücklicher Tag und ich werde ein Botschafter Gottes, ein Botschafter des Glückes sein. Ich werde mich auf die Seite der Wahrheit stellen. Ich werde ein Friedensfürst sein. Ich werde dort Frieden bringen, wo Zweifel ist in meinem Geist, wo Angst oder Konflikt ist. Das werde ich heute nicht zulassen in meinem Geist. Jesus hat gesagt, die Verzagten nützen mir nichts und nützen sich selber nichts. Und nur das Ego kann verzagt sein. Nur das Ego kann deprimiert sein. Nur das Ego kann Angst haben. Nur das Ego kann sich Sorgen machen. Nur das Ego kann sich unsicher fühlen. Die sich unsicher fühlen, nützen sich selber und nützen mir nichts, hat Jesus gesagt. Denn nur das Ego kann sich unsicher fühlen, unglücklich fühlen, verzweifelt sein, frustriert sein. Wir wollen uns heute auf die Wahrheit ausrichten, ne? Wir wollen einen glücklichen Tag haben und das fängt mit einer ganz klaren Entscheidung in der Früh an, welchen Tag ich haben will. Will ich einen glücklichen Tag haben? Als Botschafter Gottes, als Botschafter des Glücks, als die Ausdehnung seiner Stimme in mir. Wir haben heute eine wichtige Funktion, meine lieben Brüder. Wir sind Lehrer Gottes, wir sind seine Botschafter. Wir repräsentieren ihn hier auf dieser Welt, in dieser 3D-Form. Das ist unsere Funktion. Lasst uns doch das so sehen, unser majestätisches Leben zu führen. Als Lehrer Gottes. Wir haben Anspruch, das ist unser natürliches Anrecht, nur auf das Gute und nur auf das Gute und nur auf das Gute. Das ist unser Anspruch, das ist das Versprechen. Wenn wir als Licht der Welt hier auftreten, als Friedensfürst, es ist Arroganz, das Licht der Welt in uns zu verleuchten. Es ist arrogant, verzagt zu sein, traurig zu sein, unsicher zu fühlen, Angst zu haben, sich Sorgen zu machen, ist arrogant, sagt Jesus. Lass diese Arroganz heute aus unserem Geist löschen, verschwinden. Natürlich dürfen wir für einen Moment traurig sein und wir dürfen alles so annehmen, wie es ist, ganz klar. Wir brauchen es nicht verleugnen. Es geht hier nicht um Verleugnen, aber es geht um anders entscheiden. Ich kann mich anders entscheiden heute. Ich will unter den Dienern Gottes sein, würde Jesus sagen. Und ein Diener Gottes zu sein, ist sich dessen bewusst zu sein, seiner eigenen Größe bewusst zu sein und alle anderen durch seine eigene Größe zu inspirieren, den Bruder zu inspirieren. Das ist was Energetisches. Das ist was Ausdehnendes, das ist was Schwingendes, was Ansteckendes ist. Ich bin ein Superspreader, wie man jetzt in der Pandemiezeit, ein Superspreader für die Liebe Gottes. Ich möchte dich mit der Liebe und mit dem Glück Gottes anstecken. Was meinst du dazu? Du steckst alle mit der Liebe Gottes an, mit seinem Glück. Mit dieser inneren währenden Freude, die sich immer nur ausdehnen will. Das ist unsere Aufgabe. Wir sind Superspreader. Wir sind dazu da, hier das auszudehnen. Es fließen zu lassen. Nicht durch Worte, nicht durch Predigen. Nein, durch unser Auftreten, durch unsere innere Sicherheit, durch unsere innere Verbundenheit mit dem ganzen Universum, mit Gott, mit dem Heiligen Geist, mit Jesus von Nazareth, dass wir diesen universellen Geist in uns tragen, den Geist der Freude.
Und so treten wir auf heute als Superspreader. Als die, die die andere anstecken mit ihrer Freude, mit ihrem Dasein. Dass die dein Leuchten sehen in den Augen. Stell dir vor, du kommst irgendwo hin und jeder sieht dein Leuchten. Du bist einfach ansteckend. Die fragen dich, was machst du? Und dann, was machst du? Was ist der? Der ist ein Lehrer Gottes. Und du sprichst über dieses Glücksgefühl vielleicht. Oder du musst gar nicht darüber sprechen, sondern du bist es einfach. Du bist es. Und weil es kommuniziert, die Wahrheit kommuniziert, wahre Freude kommuniziert, da braucht es nicht viel Worte. Die Worte sind begleitend, ja, die sind vielleicht nützlich, weil wir hier noch immer mit Worten uns verständigen. Aber die wahre Kommunikation findet im Geist statt, mein lieber Bruder. Die wahre Kommunikation als Diener Gottes findet im Geist statt. Welche unglaubliche tolle Funktion. Wir sind nicht klein, wir sind hier nicht, um auf dieser Welt herumzuwandern und uns in der Kleinheit zu suhlen, auf gut Deutsch gesagt. In dieser Kleinheit. Nein, wir leuchten das Licht und wir motivieren unsere Brüder, in demselben Licht mit uns zu sein. Und das passiert auch durch nonverbale Kommunikation, durch das Ausdehnen dieser Freude. Ich freue mich so mit dir, weißt du, es ist so eine unterschiedliche Ausrichtung, es ist so einen unterschiedlichen Zweck, Sinn und Zweck, den wir jetzt hier haben. Natürlich lehrt Gott nicht, das habe ich gestern im Kurs gelesen, Gott lehrt nicht. Aber wir werden eingeladen, aufgefordert zu lehren, weil solange wir hier in dieser 3D-Form uns zu glauben, dass wir uns befinden, lehren wir uns ein neues Glaubenssystem, ein neues Denksystem, eine neue Ausrichtung, einen neuen Zweck. Und den können wir heute erfüllen, wenn wir glücklich sind. Die Verzagten nützen sich selber nichts und nützen mir nichts, sagt Jesus, weil nur das Ego verzagt werden kann. Sein kann. Das Ego ist verzagt und wenn ich verzagt bin, nütze ich nichts dieser Welt. Das ist schon eine traurige Welt, das ist schon eine müde Welt. Wir bringen die gute Botschaft als Diener Gottes, dass wir uns neu entscheiden können, immer, dass wir uns erinnern können, dass wir uns wirklich auf die Seite der Wahrheit stellen können. Alles kann in diesem Licht erstrahlen und alles fängt zu strahlen an. Das ist was Natürliches. Erwachen ist natürlich, das erfordert keine Anstrengung von unserer Seite, kein Opfer von unserer Seite, keinen Verlust von unserer Seite, sondern jeder gewinnt, sind alles nur Gewinner. Der Bruder gewinnt, wenn du ihm im wahren Licht siehst und ihm die Wahrheit lehrst und nicht ein falsches Bild von dir ihm zeigst. Die Kranken, sagt Jesus, die nützen sich selbst nichts und nützen mir nichts, weil nur das Ego krank sein kann und verzagt und diese ganze Liste. Aber wir wollen doch Jesus nützen. Wir wollen nun ihm doch helfen, die Welt zu erlösen. Letztendlich ist sie bereits erlöst, aber wir spielen es jeden Tag, dieses glückliche Spiel, bis wir wissen und diese Gewissheit kriegen. Und so sind wir heute wirklich. Ich lade dich ein, heute ein Superspreader zu sein. Jemand, der das ausdehnt. To spread ist auf Englisch, nicht? Um das zu erklären, einfach es weitergibt, der wirklich diesen Virus der Freude, Virus unter Anführungszeichen, des Glückes, der Liebe, des Friedens, einfach weitergibt, auf ganz natürliche Art und Weise. Und dadurch, durch das Geben empfängt, weil Geben und Empfangen sind in Wahrheit immer eins. Und so, mein lieber Bruder, hast du heute eine ganz, ganz wichtige Funktion. Und wir können uns ständig erinnern daran.
Und Jesus sagt, und ich bin bei dir und du verbinde dich mit mir. Wir treffen dieselbe Entscheidung, weil wir sind als Lehrende und wir sind als Lernende gleich. Ich bin immer mit dir, um dich zu erinnern, die Wahrheit zu wählen, anstatt der Illusionen, die dir nichts nützen, die mir nichts nützen und dass nur das Ego glaubt an Illusionen. Nur das Ego ist verzagt, verzweifelt und ständig unsicher über Sinn und Zweck hier. Und wir haben jetzt einen ganz gewissen Sinn und Zweck. Und so sage ich dir einfach Danke, mein lieber Bruder. Danke, dass du deine Funktion annimmst als Superspreader, als Diener Gottes. Dass du wirklich mit uns lehrst und dass Jesus auf uns zählen kann. Er kann wirklich auf uns zählen und wir können auf ihn zählen, ja? Und so wünsche ich dir einen wunderschönen Tag in dieser Funktion, im Erfüllen dieser Funktion, einen glücklichen, freudigen, friedvollen Tag. Und wenn du es einmal vergisst, kannst du es schon wieder erinnern. Wähle noch einmal. Es geht nicht darum, sich dann schuldig zu fühlen, ich habe es vergessen. Nein, ich wähle einfach noch einmal. Und diese noch einmal wählen, sind wir heute alle eins und verbunden als der eine Geist, der Geist der Freude. Und so sage ich dir Dank und ich würde mich sehr freuen, wenn du heute um 19:15 Uhr am Zoom-Meeting dabei sein kannst. Es ist so wertvoll, jeder Einzelne ist so wertvoll, weil dein Erwachen ist mein Erwachen und umgekehrt. Und wir haben so viel Spaß und wir lachen und wir weinen und was auch immer. Und jeder ist herzlich willkommen heute 19:15 Uhr auf Zoom. Komm einfach so, wie du bist. Und danke und ich umarme dich. Danke.